Ich bin Junkie und das hier ist meine Droge. Zumindest fühlt sich das so an. Es gibt so Leute, wenn die aufwachen, müssen die erstmal eine Zigarette rauchen. Eigentlich ist es bei mir genau dasselbe. Ich brauche sofort mein Smartphone. Ich will rausfinden, wie ungesund mein Smartphone-Verhalten wirklich ist und werde dafür 3 Tage auf das Teil hier verzichten. Und mit einer Psychologin kläre ich, ab wann das Smartphone gefährlich wird. Das wird bestimmt richtig hart für mich, aber zur Motivation treffe ich auch noch jemand, der kein Smartphone hat und auch noch nie eins besessen hat. Wenn ich irgendwo hinfahre, drucke ich mir Karten aus auf Google Maps. 90% der Zeit bin ich sehr glücklich damit, kein Smartphone zu haben. Bevor es losgeht, gucke ich erst nochmal, wie viel Zeit ich im Moment wirklich vorm Handy verbringe. Ich glaube, es ist nämlich ganz schön viel. Normalerweise tracke ich das nicht, die letzten 3 Tage schon. Scheiße, 10 Stunden 46 pro Tag im Schnitt. Das Smartphone ist mein Hauptarbeitsgerät, aber auch privat hänge ich ständig vor dem Teil. Am häufigsten verwendet Platz 1 YouTube, 2 WhatsApp, 3 Netflix. Ich habe halt im Moment mehr das Gefühl, die Maschine kontrolliert mich, als ich kontrolliere die Maschine. Und das finde ich halt schlecht. Und genau das will ich ändern. Dafür verzichte ich ab heute 3 Tage auf Smartphone und Social Media. Den Laptop darf ich behalten, aber Plattformen wie Insta und YouTube sind auch darauf tabu. Tada! Das hier ist mein Seniorenhandy. Das kann quasi nichts. Nur telefonieren, SMS und Wecker. Die SIM-Karte meines Smartphones kommt jetzt da rein und es heißt Bye-bye Smartphone. Ich merke schon, dass ich sofort gefühlt etwas weniger zu tun habe, weil ich werde jetzt nicht diese ganzen Nachrichten, die ich die ganze Zeit bekomme, lesen müssen. Aber noch ahne ich nicht, wie schwer das wirklich für mich wird. Die Tasten sind echt schwerfällig. Okay, ich werde angerufen. Hallo? Hallo, Lisa. Hallo, hörst du mich? Ja, ich bin noch da. Ich komme nur mit meinem Seniorenhandy noch nicht so gut zurecht. Okay, alles klar. Das ist meine Freundin und Kollegin Anna. Wir wollen uns gleich treffen und sie sagt mir wo. Okay, alles klar. Luftlinie weiß ich, wo Anna und ich uns jetzt treffen. Ich würde aber normalerweise jetzt nachgucken, natürlich auf meinem Handy, was ist denn jetzt der schnellste Weg, um da hinzukommen? Und das weiß ich nicht. Deswegen hoffe ich, dass ich das jetzt in einer halben Stunde schaffe. Aber schon bei der ersten roten Ampel fehlt mir was. Ich habe irgendwie so eine innerliche Anspannung. Ich habe so dieses Gefühl, was verpasst du gerade? Ist völlig egal, dass ich nicht da bin. Das ist mir rational total klar. Aber trotzdem spüre ich, dass ich ja, diese Anspannung habe, diesen Drang, einfach überall durchzuscrollen und zu gucken, was es Neues gibt. Ich habe das Gefühl, ich laufe einen kleinen Umweg, aber in die richtige Richtung. Allerdings sind wir jetzt auch schon 5 Minuten zu spät und wir sind noch nicht da. Das heißt, ich werde jetzt Anna mal anrufen. Normalerweise hätte ich natürlich schon längst eine WhatsApp geschickt. Okay, bis gleich. Jemandem persönlich zu sagen, dass man noch später kommt, ist irgendwie unangenehmer, als wenn man es einfach kurz schreibt. Hallo! Hi! Na? Na, und natürlich Handy in der Hand. Ja, ich habe ein bisschen rumgedaddelt. Ja, ich glaube, das ist mega, mega krass drin. Ich habe echt jede Sekunde, wo ich nicht mit anderen Menschen rede, gefühlt das Handy in der Hand. Ja, genau. Also ich auch. Ich kann mich quasi gar nicht mehr langweilen. Ich habe das, glaube ich, verlernt. Ja. Aber wie ungesund ist mein Verhalten wirklich? Offiziell gibt es die Diagnose Smartphone- oder Social-Media-Sucht noch nicht. Dr. Julia Preilowskaja forscht aber gerade auf diesem Gebiet und wird mir gleich sagen, ab wann es der Forschung zufolge gefährlich wird. Ich habe festgestellt, dass ich das Smartphone teilweise mehr als 10 Stunden am Tag nutze. Okay, dann gucken Sie schon sehr entsetzt. Heißt das dann schon, dass ich süchtig bin? Ich würde die Zeit jetzt nicht als die ultimative Einheit nehmen, die uns sagt, ob jemand süchtig ist oder nicht, weil man kann das Smartphone ja auch berufsbedingt nutzen oder in anderen Zusammenhängen. Es geht ja auch darum, was man macht zum Teil und auch, was für eine emotionale Bindung man dazu entwickelt. Und ab wann ist man dann abhängig? Abhängig ist man im Grunde in dem Moment, wenn man das Smartphone nicht nutzen kann, sich körperlich und psychisch nicht gut fühlt. Also so eine Art
Entzugssymptomatik hat. Wenn man also das Gefühl hat, irgendwie wieder anfassen zu müssen, irgendwie bin ich kribbelig, irgendwie fühle ich mich unwohl, wenn ich nicht wieder drauf geschaut habe und ich mache mir Sorgen, ist da irgendwas passiert, was ich verpasst habe und so weiter. Das sind schon die ersten Hinweise. Kommt mir leider bekannt vor, aber es gibt noch mehr Anzeichen. Zum Beispiel, dass man immer mehr Smartphone-Zeit braucht, um sich gut zu fühlen und... Wenn zum Beispiel unsere Freundschaften darunter leiden oder auch die Leistungen im Beruf oder während der Ausbildung. Also bei mir ist es jetzt so, ich erkenne jetzt nicht, dass ich dadurch sonderlich große Konflikte habe. Ich brauche es ja auch für meinen Job. Aber es ist schon so, dass ich gefühlt alle, sagen wir mal, 40 Sekunden danach greife und gucken will, was es Neues gibt. Und das auch privat. Also es bezieht sich eindeutig nicht nur auf den Job. Ist das dann schon bedenklich oder gefährlich? Gefährlich würde ich noch nicht sagen, bedenklich schon, auf jeden Fall. Die Smartphone-Nutzung geht mit einem Anstieg von Depressionen, Angst, Stresssymptomen einher. Die Lebenszufriedenheit reduziert sich und die Suchtsymptomatik entwickelt sich. Also da ist ein ganzer Rattenschwanz mit dran. Das klingt nicht gut. Beim Quatschen mit Anna fehlt mir das Smartphone null. Abends vorm Schlafengehen, aber schon sogar beim Zähneputzen. Das ist für mich dann schon so, ja, Zähneputzen ist doch verschwendete Lebenszeit, wenn ich nur Zähne putze. Ich kann doch in der Zeit noch 50 Tweets lesen. Nachts wache ich mehrmals auf und vermisse mein Smartphone. Ich schnapp mir ein spannenderes Buch und lese 2 Stunden lang. Es gibt so Leute, wenn die aufwachen, müssen die erstmal eine Zigarette rauchen. Eigentlich ist es bei mir genau dasselbe. Ich brauche sofort mein Smartphone. Ich habe halt immer so wieder so diesen Griff drauf, dass ich so denke so, jetzt mal schnell aufs Smartphone gucken. Und dann denke, nein, Lisa, nein, es geht nicht. Ich fühle mich nervös und als ob irgendwas fehlt. Mal schauen, wie ich den Arbeitstag ohne Smartphone überstehe. Morgen. Ich arbeite heute bei Ticker, einem News-Kanal auf Insta und Snapchat. Mein Team ist skeptisch. Ja. Was machst du jetzt mit all deiner freien Zeit? Ja, ich war heute schon mal ungefähr 7 Minuten früher hier als sonst. Also ich habe schon gemerkt, dass ich mehr so auf meine Umgebung achte, wenn ich nicht die ganze Zeit den Blick so nach unten habe. Ich glaube auch eine bessere Körperhaltung wahrscheinlich. Ja, ja. Studien zeigen, dass die typische Smartphone-Haltung zu Rücken- und Nackenschmerzen führen kann. Normalerweise gucke ich mir unsere fertigen Videos an und beantworte Kommentare. Geht heute nicht. Stattdessen schreibe ich eine SMS an eine Freundin. Super mühsam. Ich muss mich für den Dreh gleich noch schminken. Irgendwie kommt es mir unglaublich laut vor in unserem Großraumbüro. Ich denke, es liegt einfach daran, dass ich mich viel mehr auf meine Umgebung konzentriere als sonst. Und außerdem habe ich gemerkt, dass immer, wenn ich so einen Anflug von schlechter Laune habe, dass ich dann eigentlich automatisch nach meinem Smartphone greifen will, um mich irgendwie abzulenken. Denn Social Media aktiviert unser Belohnungssystem. Wir fühlen uns dadurch besser. Und das kann dazu führen, dass wir das Smartphone immer mehr nutzen wollen. Jetzt geht's vor die Kamera. 3 Azubis haben uns gesagt, was besser laufen muss. Wegen der fehlenden Chatfunktion werde ich zwischendurch ständig angerufen. Ich wundere mich nur, dass die SMS nicht angekommen ist, beziehungsweise macht mir das etwas Sorgen. Anstrengend. Ah ja. Ich glaube, das war jetzt der 6. Anruf. Aber wie ist das, wenn man ganz ohne Smartphone lebt und zwar schon immer? Das werde ich jetzt Felix fragen, der macht es nämlich. Die Frage ist, wie macht er das und warum? Wenn ihr übrigens öfter solche Selbstversuche sehen wollt, lasst ein Abo da. Hi, Lisa. Felix. Es war jetzt doch einfacher, dich zu finden, als ich dachte. Ich dachte, es wird so mega kompliziert, jemanden ohne Smartphone zu finden. Ich habe auch gerade drüber nachgedacht. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich gehe zu deinem Standort oder du kommst zu meinem. Aber ist es so ein Problem, das du öfter mal hast im Alltag? Ja, durchaus. Also ich war auch mal mit Freunden unterwegs vor ein paar Wochen und da sind wir nachts halt durch die Stadt gelaufen. Und dann waren die plötzlich weg und dann habe ich die halt gesucht, habe die auch angerufen, habe gesagt, ja, wir sind dann beim Rewe und ich habe es halt einfach nicht gefunden. Ich habe dann andere Passanten angesprochen und im Endeffekt bin ich dann heimgegangen. Oh. Also es passiert auch, dass ich mal ein bisschen auf der Strecke bleibe sozusagen. Felix hatte echt noch nie ein Smartphone. Bevor er mir sagt, warum, zeigt er mir, was er stattdessen mit sich rumträgt. Als Musikplayer-Ersatz habe ich einen MP3-Player dabei. Außerdem eine Powerbank, um ihn zu laden. Wenn ich irgendwo hinfahre, drucke ich mir Karten aus auf Google Maps.
wenn ich jetzt mit dem Fahrrad irgendwo hinfahre. Für Telefonate hat er dieses Handy ohne Internet und manchmal geht er ans Smartphone seiner Freundin. Ich habe auch viele Gruppenchats auf dem Smartphone so und finde das halt super praktisch, auch so mit verschiedenen Freundeskreisen. Das hast du ja dann gar nicht, oder? Ja, ich vermisse das auch tatsächlich, diese Funktion, dass man dann einfach in die Gruppe reinschreibt, hey Leute, wie sieht's aus, ich habe Lust was zu machen, wer hat Bock mitzukommen? Und dass man dann nicht einzeln jeden einzelne Person anschreiben muss und so, hey, wie sieht's bei dir aus? Und trotzdem. 90% der Zeit, früher hätte ich vielleicht 95% gesagt, bin ich sehr glücklich damit, kein Smartphone zu haben, weil ich einfach dieser ganze Stress, dieser Druck, diese Erwartungshaltung, dieses ständige Gebimmel oder irgendwie Nachrichten oder Gruppen, die da reinkommen, das habe ich einfach nicht und das finde ich sehr entspannt. Denn Smartphones nutzen die meisten für soziale Netzwerke. Felix findet es beängstigend, dass die so viele Daten von uns abgreifen. Ich finde einfach, dass das System an der Stelle einfach kaputt ist. Was ich am meisten schade finde, ist, dass es eigentlich fast jedem egal ist. Das ist eigentlich so das, was ich, finde ich am traurigsten von allem. Die Plattformen sind ja auch darauf ausgelegt, dass die Nutzer möglichst viel Zeit damit verbringen. Also wenn jetzt irgendwie die Rede davon ist, dass die Suizidgedanken steigen oder irgendwie Depressionen immer höher gehen, dann gibt es ja auch durchaus Hinweise oder Fakten, die das auf Nutzung von Social Media zurückführen lassen. Felix hat das Gefühl, ihm geht's ohne Smartphone sehr viel besser. Und die Forschung von Dr. Brailovskaya zeigt, wer eine Woche lang ganz auf Smartphone verzichtet, ist noch Monate danach zufriedener. Überraschenderweise gilt das auch schon, wenn man das Teil nur eine Stunde weniger am Tag nutzt. Ob auch ich einen positiven Effekt spüren werde? Guten Morgen. Ich war gestern noch bis 10:45 wach und habe dieses Buch hier zu Ende gelesen. 464 Seiten. Heute fühle ich mich sehr viel besser. Aber in der Bahn fällt mir auf, wie sehr die anderen Leute am Smartphone kleben. Und auch in der Mittagspause mit meinem Team. Ja, cool mit euch zu reden. Ich will meine Familie besuchen, Zugverbindung raussuchen und Ticket analog kaufen. Klaut Zeit. Geschafft! Und auch wenn es nicht so aussieht, während dieser Zugfahrt passiert was Entscheidendes in meinem Kopf. Was sehr, sehr cool war, war gestern, als ich im Zug saß und da so ein bisschen gelesen habe, hatte ich irgendwie voll Lust, was aufzuschreiben. Und dann habe ich mir meinen Laptop genommen und habe so eine kleine Geschichte geschrieben. Und das hat voll Spaß gemacht. Ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, was kann ich gegen diese Langeweile tun? Aber ich glaube, wenn man sich langweilt, dann fängt das Gehirn auch irgendwann an, über bestimmte Dinge nachzudenken. In meinem Kopf sind so tausend kreative Gedanken aufgesprudelt. Heute fehlt mir das Smartphone gar nicht. Liegt vielleicht auch daran, dass Samstag ist und ich den Tag mit der Familie und im Grünen verbringe. Also ich habe mich schon so ein bisschen befreit und das war ja auch genau das, was ich mir erhofft hatte. Und eigentlich habe ich auch gar keine Lust, es heute Abend wieder zu nehmen. Ich habe heute wirklich nur ein einziges Mal drauf geguckt und ich glaube, ich werde sogar das Teil hier ein bisschen vermissen. Ja. Oh Gott, oh Gott. Vor 4 Tagen. Und das hat der Mensch schon kurz. Ich habe heute. Puh, puh, puh. 3 Azubis haben uns erzählt, was besser laufen muss. Ich sehe jetzt erstmal, wie viele Kommentare da auch in der Zwischenzeit reingekommen sind. Wenn man das erstmal ein paar Tage nicht benutzt hat, merkt man erstmal, wie anstrengend so ein Smartphone eigentlich ist. Es ist jetzt gerade nicht so, dass ich mir denke, oh, wie geil. Also es ist eher so, wie wenn man zum ersten Mal Alkohol trinkt und sich denkt, hä, das schmeckt doch total kacke, warum trinken das alle? Mein Ziel ist ja, nicht sofort zurückzufallen in mein altes Verhalten. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich das schaffen werde. Ich werde es aber auf jeden Fall versuchen und euch noch mal ein Update geben, wie ich mich so schlage. Stunde der Wahrheit. Ich habe mich nach dem Experiment weiterhin selbst getrackt. Also diese Woche sind wir bei 2 Stunden 55 Minuten. Das ist sehr gut, aber zur Wahrheit gehört leider auch,
Es gibt totale Auf und Abs. Also ihr seht es hier schon, das sind 50% weniger als in der Woche davor, wo es bei mir leider wieder etwas exzessiver gelaufen ist. Insgesamt spüre ich aber schon so einen Langzeiteffekt. Also ich mache mir schon viel öfter Gedanken darüber, will ich das Handy jetzt benutzen oder nicht? Wofür nutze ich es? Ist es jetzt einfach nur irgendein Scheiß auf Social Media oder hat das beruflich in irgendeiner Form einen Sinn? Oder auch zur Freundschaftspflege, das ist ja auch wieder was anderes. Ich gehe also bewusster mit dem Smartphone um und ich habe mir zwischen 10:30 und 7 Uhr morgens sogar eine Sperre reingemacht. Dadurch schlafe ich viel besser. Wie viel Zeit verbringt ihr denn so vom Smartphone? Seid ehrlich und schreibt es mir in die Kommentare. Und bei Funk gibt es gerade eine ganze Schwerpunktwoche zum Thema Digitalisierung. Ein weiteres spannendes Video dazu findet ihr hier. Und hier gibt es die Playlist zur gesamten Schwerpunktwoche. Viel Spaß beim Reinschauen.